Anna Maria führt an der Seite ihres Mannes ein sorgloses Leben. Doch eines Tages findet Hannes bei einem tragischen Unfall im Kieswerk den Tod. Anna Maria steht mit den beiden Kindern plötzlich allein da. Sie ist gezwungen, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen und sich um das geerbte Kieswerk zu kümmern. Anfangs traut ihr niemand die Frau Chefin zu. Doch schon bald klemmt sie sich hinter das Steuer eines 30-Tonners, liest Bilanzen und kocht harte Bänker weich. Zu Hause warten zwei Kinder, auf die sie ebenfalls ein waches Auge halten muss. Unternehmungslustig wollen sie gern eigene Wege gehen. Doch Extratouren lässt Anna Maria einfach nicht zu. Alles muss besprochen werden. Kraft tankt die Familie bei den Großeltern auf dem Bognerhof. Anna Marias Vater hat stets ein offenes Ohr, wenn seine Tochter einmal Kummer hat. Eines Tages erscheint ein junger Mann bei Anna Maria und behauptet, Hannes Sohn zu sein. Von seiner Existenz hat Anna Maria nichts geahnt. Aber bald gehört Michael einfach mit dazu. Auch im Kieswerk gibt es häufig Ärger. Anna Marias Erzrivale im Kiesgeschäft, Alexander Langer, wischt ihr, wo er kann, eins aus. Aber ganz so einfach ist das nicht. Privat kommen sich die beiden immer näher. Kies für euch. Ab, ab mit der Kies. Hier ist es Schluss. Bei Arwen. Kennt man doch. Der hat seine private Kohle längst auf dem Konto in der Schweiz. Und während wir unserem Geld nachlaufen, sondiert sich auf den Bahamas. Da kannst du Gift drauf nehmen. So einem geht keiner an den Kragen. Solche Typen kommen immer ungeschoren davon. Gestern war er noch mit seinem fetten Bonzenschlitten hier und hat den großen Max raushängen lassen. Und heute? Ja. Hängt sein Foto auf jeder Polizeistation. So soll das ein Witz sein? Habt ihr es immer noch nicht kapiert? Die Hellwig AG hat pleite gemacht. Ja, so blöd hab ich vor einer halben Stunde auch geguckt. Das gibt's doch gar nicht. Hey, Moment mal. Was ist mit unserem Kies? Wo ist der Bauleiter? Der sitzt auf einem Frühstücken bei seiner Alten. Und wenn ich euch einen guten Tipp geben darf, nehmt eure Ladung ganz schnell wieder mit, denn bezahlen wird euch die keiner mehr. Pleite. Hat uns gerade noch gefehlt. Einen Kuss für jeden deiner Gedanken. Wenn es so ist, dann bin ich öfter so nachdenklich. Was machst du eigentlich schon hier? Denke, du lieferst heute. Dachte ich auch. Aber wir haben den Kies wieder mitgebracht. Die ganze Baustelle ist dicht. Das ist doch Hellwig ist pleite.
Also das hat uns gerade noch gefehlt. Guten Morgen. 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 Na, so gut kann euer Morgen nicht sein bei den Trauerminen. Gibt's was? Ich kann heute nur gute Nachrichten gebrauchen. Wir haben leider keine guten Nachrichten. Firma Hellwig ist pleite. Verstecke ich ihn woanders. Schau weg. Da. Aber nicht gucken. Schau weg. Pips, komm. Jetzt geh und such den schon. Komm. Pips, was hast du denn da? Zeig mal, Pips, was hast du denn da? Ausgerechnet. Und den habe ich auch noch Zahlungsaufschub gewährt. Mit Gutmütigkeit kommen wir wirklich nicht weiter. Das war schließlich nicht vorauszusehen, dass die gleich Konkurs anmelden. Die Hellwig Hoch- und Tiefbau war einer unserer besten Kunden, seit 15 Jahren. Deshalb ist Ihnen Johannes, ich meine Ihr Mann, dann und wann mit der Zahlung entgegengekommen. Wie hoch sind denn unsere Forderungen? Das habe ich schon zusammengestellt. Es sind exakt 197.720. Rufen wir doch den Enzinger von der Bank an und finden Sie raus, wer der Konkursverwalter ist. Mhm. Ich muss Sie noch daran erinnern, dass heute der Herr Simonait kommt. Der Herr Simonait, der Betriebsprüfer vom Finanzamt, der Termin steht schon seit einer Woche. Oh, das habe ich ganz vergessen. Weil dachte ich eigentlich, es soll ein schöner Tag werden. Hallo, Alexander. Dankeschön. Ich möchte dich verführen. Zum Essen. Tut mir leid, ich habe keine Zeit. Ich bin im Stress. Der weiße Trüffel ist eingetroffen. Schön. Ich kann aber trotzdem nicht. Arbeit ist wichtig, aber du darfst das Leben nicht vergessen. Du hast ja recht. Aber heute bekomme ich es knüppeldick. Wahrscheinlich als Strafe für mein Lotterleben. Wo drückt der Schuh, sag's mir und ich helfe dir. Von mir erfährst du nichts. Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps. Genau. Und heute Abend? Ich meine nur trüffelmäßig. Da kann ich auch nicht. Ich muss heute zu Hause bleiben, bei den Kindern. Ich komm raus. Morgen, Frau Sieberger. Hier werden. Nein, ich komme noch nicht. Geh schon mal rein, ja?
musste noch die große Beichte ablegen. Weißt du, irgendwie mache ich mir schon Gedanken. Ich meine, irgendwann muss ich etwas sagen. Bist ja richtig aufgeregt. Niedlich, mein kleiner Teenager. Mach dich nicht lustig über mich. Ich habe schon so ein Gefühl von schlechtem Gewissen oder ein Gefühl von Verrat. Ach was, die Kinder werden das schon wegstecken. Besser als du denkst. Die mögen mich, ich weiß das. Ich wollte, ich könnte das genauso locker sehen wie du. Heute Morgen war Manuel schon so eigenartig aggressiv. Ich habe mich richtig erschrocken. Ach was, die haben nichts gemerkt. Ich bin doch wirklich diskret geflohen. Ich kam mir schon vor wie Casanova. Du bist ein Kindskopf. Kannst du nicht nie ernst sein? Selten. Das Leben ist viel zu kurz. Apropos, hast du meine Uhr gefunden? Deine Uhr? Nicht, dass ich wüsste. Wo sollte die denn sein? Naja, die habe ich entweder auf, neben oder unter deinem verruchten Bett verloren. Du bist verrückt. Du machst mich wahnsinnig. Das war schon immer meine Absicht. Und was ist, wenn die Kinder sie gefunden haben? Ja, was dann? Dann haben sie gefunden und? Du bist einfach unmöglich. Gewöhnlich sein kann jeder. Was machst du denn jetzt? Ich muss arbeiten. Ja? Ich muss dir was zeigen. Nerv mich nicht mit deinem Kinderkram. Hey, wow, was ist das denn für ein Gerät? Wo hast du die denn her? Sag ich dir erst, wenn du mich die Bilder gucken lässt. Spinnst du, das ist eine Männersache. Jetzt gib schon die Uhr und sag, wo du die her hast. Bitte? Jetzt hätte ich mich vielleicht sogar überreden lassen, mit dir was zu spielen. Meinst du es echt ernst? Großes Indianer-Ehrenwort. Also, ich habe mit Fips gespielt. Bitte keine langen Stories, okay? Okay, ich habe mit dem Fips den Schuh versteckt. Und dann hat er die Uhr unter Mamis Bett gefunden. Meinst du, sie gehört der Mami? Spinnst du, das ist eine Männeruhr. Aber vielleicht hat sie mal einen Papi gehört und jetzt gehört sie der Mami. Ach so, ja, sicher, das war mal Papi seine. Weißt du, ich gebe sie nachher der Mami und jetzt verzieh dich. Aber du wolltest mit mir doch noch spielen. Du hast beim Manito geschwört. Ach so. Ja, okay, ich komme in 10 Minuten. Du hast es versprochen. Ja. So, interessant, aber eine verdammt staubige Angelegenheit. Ja. Danke, Stefan. Das ist wirklich sehr nett von Ihnen, gnädige Frau, dass Sie mir ein Werk so höchstpersönlich zeigen. Kann ich mir doch gleich besser vorstellen, was sich hinter den Zahlen verbirgt. Meistens sehen ja ein Betriebsprüfer lieber gehen als kommen. Da haben Sie recht, ja. Die Frau Gärtner wird Sie jetzt mit allen nötigen Unterlagen versorgen. Und wenn Sie irgendwelche Fragen haben, dann wenden Sie sich vertrauensvoll an Sie. Sie ist sozusagen der gute Geist unserer Firma. Sie war schon die rechte Hand von meinem Mann. Nochmal Vorsicht, sonst passiert ein Attentat. Et vos pieds sur le chêne, je vous connais, Milord. Vous ne m'avez jamais vu. Je ne suis qu'une fille du bord, une ombre de la rue. Pourtant, je vous ai croisé quand vous passiez hier. Vous n'y étiez pas peu fière, dame. Le ciel vous comblait. Votre couleur de soie flottait sur vos épaules. Vous aviez le beau. Pascal! Vous aviez l'air d'un roi. Oui? Ich gehe mal schnell zu Frau Kuber, mir ein Heft kaufen und so. Okay. Margarita, was soll's denn sein?
Guten Morgen, Frau Gruber. Ich muss mir was Gutes tun. Ich habe heute schon meinen ersten Frust hinter mir. Ja, sag einmal, das ist aber ein kompliziertes Wort. Und was stellst du denn vor? Ich habe 12,80 Mark, aber davon muss ich mir ein Schulheft für diese Nachhilfe kaufen. Ja, da bleibt ja noch ein Haufen übrig. Da finden wir aber bestimmt was Schönes für zwei. Hm? Die 2,80 Mark habe ich selbst gespart. Und die Zehner, den habe ich sozusagen von meiner Mami irgendwie. Deine Mami ist eben großzügig. Das war sie schon immer. Ja, aber heute muss sie mehr rechnen als früher, sagt sie. Aber wir brauchen nicht verhungern. Ja, du, das denke ich mir aber auch. Sie sind nicht die Einzige, die mich heute wegen der Hellwig-Pleite aufsucht. Es wäre mir lieb, wenn wir die Tilgung meiner Kredite vorübergehend aussetzen könnten. Aber machen Sie sich keine Sorgen, meine liebe Frau Seeberger. Wir werden das schon hinkriegen. Es geht ja Gott sei Dank nur um 200.000 Mark. Ich freue mich, dass wir trotz anfänglicher Schwierigkeiten inzwischen eine so gute Geschäftsbeziehung haben. Wäre Ihnen denn, na ja, wollen wir mal sagen, mit 3 oder 4 Monaten Zahlungsaufschub gedient? Das kann ich auf jeden Fall verantworten. Ja, damit wäre mir sehr geholfen. Dankeschön. Na sehen Sie, es lässt sich doch für alles eine Lösung finden. Einer so charmanten Frau wie Ihnen kann ich halt nichts abschlagen. Dankeschön. So, komm. Nein, danke. Ach, was mir übrigens einfällt, vor kurzem hat mich ein Kunde aufgesucht und mich gefragt, ob Sie nicht Interesse hätten, Ihr Kieswerk zu veräußern. Jetzt, wo es, na wollen wir mal sagen, auf ziemlich gesunden Beinen steht, könnten Sie ein ganz ansehnliches Sümmchen dafür kassieren. Herr Ensinger, Geld ist nicht alles und mein Kieswerk verkaufe ich nicht. Weder heute noch morgen. Trotzdem, vielen Dank für das Angebot. Wer hat sich denn so brennend für mein Werk interessiert? Leider muss ich da auf meine Verschwiegenheit pochen. War ja auch nur so eine Idee. Aber ich verstehe Sie auch. Wenn ich daran denke, wie hart Sie gearbeitet haben, obwohl für eine Frau wie Sie auf Dauer in einem Kieswerk zu arbeiten. In meinem Kieswerk. Herr Simon, halt. Nimmst du eine Tasse Kaffee? Ah ja. Nein, danke. Wo sind denn die Unterlagen der letzten 5 Jahre? 5 Jahre? Ja. Die gesamten Unterlagen bringen Sie mir bitte. Bitte gleich. Die gesamten? Ja. Patricia? Attends un peu. Wo warst du denn so lange? Ich habe mir solche Sorge gemacht. Brauchst du nicht, jetzt bin ich ja hier. Was hast du denn da in deine Tüte? Hm? Zeig mal. Gib mal her. Zeig mal. Das finde ich für echt gemein von dir, dass du mir meine Überraschung kaputt machst. Ich dachte, du solltest ein Schreibeheft kaufen. Das habe ich ja auch, dann schau heute nach. Aber
Aber du hast doch gar kein Geld. Na klar, meinst du, ich hab dich, Frau Gruber, bestohlen? Ah, ich könnte wetten, in deinen Spardosen, da war nur Pfennigen. Na eben, glaubst du, ich zahle dieses Schreibheft von meinem sauer ersparten Taschengeld? Du bist ein kleines Biest, weißt du? Na tja. Und ich bastle jetzt eine Überraschung für die Mami, damit du es weißt. Helmich AG war doch Großabnehmer bei den Seebergers. Ich kann mir vorstellen, dass die gute Anna-Maria auf einer ganzen Menge unbezahlter Rechnungen sitzen bleibt. Sei doch dankbar, dass wir jetzt nicht den Schlamassel am Hals haben. Wenn's nach dir gegangen wäre, dann hättest du denen ja bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag das Geld gestundet. Okay, okay, okay. In diesem Fall hattest du recht. Ich gebe das gerne zu, wenn dich das glücklich macht. Du hast ja zu der Anna-Maria in letzter Zeit gute Beziehungen. Fragst du doch einfach, was passiert ist, wenn es dich so brennend interessiert. Das werde ich auch tun, darauf kannst du dich verlassen. Als ob ich nicht schon genug Arbeit hätte. Was dem bloß über die Leber gelaufen ist. Ist wie mein Onkel Willi. Das ist auch so geschafft, nur so ein Schlagtrick sehen. Wenn ich Ihnen noch irgendwie behilflich sein kann, ich bin schon 13 Jahre in dieser Firma. Nein, das wäre alles. Sagen Sie, Frau Gärtner, vor 5 Jahren, da haben Sie gleich 3 neue LKWs gekauft. Ach, weiß ich nicht mehr so genau. Wenn das da so steht, sicher. Du scheinst kluge Frauen immer noch zu unterschätzen, mein lieber Alexander. Die Anna-Maria kannst du mit deinem jungenhaften Charme nicht einwickeln. Darauf sind höchstens deine Mädels geflogen. Die haben zwar unten schöne Beine, aber oben wenig Hirn. Ausgerechnet du musst mir was über Frauen erzählen. Denk doch nur an Mutter. Du wirst von der Anna-Maria nicht eine Silbe erfahren, wollen wir wetten? Die Wette gilt. Wie geht's Ihnen? Sind's gut vorangekommen? Das kann man wohl sagen. Morgen früh gegen 9 Uhr werde ich wieder hier sein, falls es Ihnen recht ist. Wir sind passiert, Berger. Ist irgendwas passiert, Herr Simonat? Ich meine, ist was nicht in Ordnung? Das müssten Sie doch besser wissen. Schönen Abend noch. Warum der Simonet so grantig war? Da stimmt doch was nicht. Tut mir leid, Frau Seeberger, das weiß ich auch nicht. Kann ich gar nicht sagen, wie sehr mich dieser unmögliche Mensch heute genervt hat. Behandelt mich wie eine kleine Bürotipse. Unglaublich. Wie mein Onkel Willi. Wenn so jemand was finden will, dann findet er was. Frau Gärtner, aber mit den Steuerunterlagen ist doch alles in Ordnung, oder? Also, ich wüsste nicht, was nicht in Ordnung sein sollte. Der Herr Seeberger hat das, glaube ich, immer sehr korrekt gehandhabt. Glaube ich. Zumindest soweit ich informiert bin. Aber Sie waren doch immer sehr gut informiert. Oh, Entschuldigung, ich wollte nicht stören. Sie stören nicht. Kommen Sie ruhig hier rein. Ich wollte nur mit Margot, ich meine mit Frau Gärtner was besprechen. Privat. Aber dann komme ich später wieder. Bleiben Sie ruhig da. Ich mache jetzt auch Feierabend. Genügend Aufregung gehabt.
Was habt ihr denn? Ist was passiert? Dieser Steuerprüfer macht mich ganz verrückt. Hoffentlich ist alles in Ordnung. Irgendwas ist da im Busch. Das wäre was für mich. Da sitze ich lieber auf meinem Bock und bin mit mir allein. Da stört mich nichts und niemand. Gehen wir? Gleich. Seeberger? Hallo Anna, grüß dich. Ah, hallo Jutta, du bist es. Was? Ja, schön, dass ich dich mal erwische. Wie geht's dir denn? Ach, oh, kann ich ganz schlecht verstehen. Da draußen ist die Hölle los. Bitte? Hast du nicht Lust, mal wieder mit mir durch die City zu bummeln? Bisschen shoppen, einen Drink nehmen. So wie früher. Ach, einkaufen. Oh nee, da habe ich gar keine Lust. Ich wollte heute zu Hause sein, bei den Kindern. Ja? Ah ja, das kann ich gut verstehen. Macht nichts. Nein, macht überhaupt nichts. Na gut, viel Spaß wünsche ich dir. Ciao. Ciao. Mangold. Schön, Sie mal wieder zu sehen. Ja, ich war verreist. Schön. Ich freue mich auch schon wieder auf den Urlaub. Kann ich Ihnen helfen? Suchen Sie etwas Bestimmtes? Nein, nein. Ich schaue mich mal um. Das probiere ich mal. Dieser Finanzmensch, dieser Herr Simoneit, also da habe ich ein ganz mulmiges Gefühl. Wenn da nicht mal was nachkommt, wie dieser Kerl mich behandelt hat, das kannst du dir überhaupt nicht vorstellen. Einfach unmöglich. Kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Einfach unmöglich. Sag mal, willst du mich auf den Arm nehmen? Wie? Aber Margot. Fabelhaft, wie für Sie gemacht. Obwohl ich ja sonst kein Rot trage. Toll sehen Sie aus. Passt das überhaupt zu meinen roten Haaren? Aber ja, das steht Ihnen sehr gut. Eigentlich brauche ich ja auch sowas. Dankeschön. Ja, für die kleinen Gelegenheiten. Geschäftsessen mit den Kunden meines Mannes und so. Das ist genau richtig. Die Herren werden entzückt sein. Und überhaupt nicht auf die Immobilienpreise schauen. Ich nehme es. Frau Mangold, Sie werden an diesem Kleid Ihre Freude haben. Irgendwas scheint da nicht zu stimmen. Das dauert immer. Warum die Ihre Leitung nicht mal in den Griff bekommen? Ungültige Karte. Tut mir leid, Frau Mangold. Mit Ihrer Karte ist was nicht in Ordnung. Was ist denn damit? Es ist keine Zahlung möglich. Können Sie vielleicht mit Scheck oder Bar bezahlen? Ausnahmsweise. Ja, so viel habe ich natürlich in Bar nicht bei mir. Ich habe ja immer mit der Karte bezahlt. Ach, da fällt mir ein, mein Mann. Ich bringe das in Ordnung. Können Sie mir das zurücklegen? Aber gern. Bis morgen Nachmittag? Nach dieser kleinen Pleite wird es mir bestimmt Glück bringen. Bestimmt. Nicht wahr sein, als ob die das mit Absicht machen. Das ist bestimmt das 10. Mal in diesem Jahr, dass sie diese Straße aufreißen. Die machen sowas mit Absicht, um uns Autofahrer zu schikanieren. Und das alles mit unseren Steuergeldern. Ja, deshalb ist der Steuerhinterziehung beinahe schon ein Kavaliersdelikt. Ich nehme an, du hast das neue Bett im Schlafzimmer auch schon abgesetzt. Ja, als Aktenschrank für das Arbeitszimmer. Willst du meine Frau werden? Ja. Hallo.
Anne-Marie? Ja? Störe ich dich? Nein, überhaupt nicht. Komm doch rein. Ja? Ja, meine Mutter hat mir einen Brief geschrieben. Ach, schön. Ja, und sie schreibt, dass mein Vater wird 16 Jahre alt. 60 Jahre alt. Ja, und er macht ein großes Fest. Aber ich weiß nicht, was ich ihnen schenken soll. Dich natürlich. Da fährst du hin. Ja, aber das ist dieses Wochenende schon. Und den Fest, das dauert 3 Tage. Minimum. Ich weiß nicht, ob ich euch alleine verlassen kann, so 3 Tage lang. Das wäre ja noch schöner. 60 wird man nur einmal im Leben. Danke. Mami, die habe ich für dich gemacht, damit du keine Sehnsucht nach dem Bauernhof hast. Oh, das ist ja eine tolle Überraschung. Was sind das denn für schrille Missgeburten, ey? Manuel, was soll denn das? Okay, okay, ich nehme das Schrillchen zurück. Hast du die ganz alleine gebastelt? Nur die Pascal hat mir ein bisschen geholfen, aber nur ein bisschen, ganz ehrlich. Ich wusste gar nicht, dass ihr heute in der Stadt wart. Sie hat das ganz alleine gekauft. Dafür hat die Kröte bestimmt die ganze Haushaltskasse geplündert. Das stimmt ja gar nicht, da war noch ganz viel Geld drin. Es waren ja nur die 10 Mark für das Schreibheft. Entschuldigung, Mami. Jutta, du? Ja, ich. Kann ich mit dir sprechen, bitte? Das geht jetzt leider nicht. Du hörst ja. Mirby gibt ein Hauskonzert. Wir haben Gäste. Ich kann dich nicht hereinbitten, du verstehst. Am besten du rufst mich an oder machst einen Termin aus mit meiner Sekretärin, ja? Im Moment! Hast du etwa meine Kreditkarte sperren lassen? Ja, hast du das nicht gewusst? Das war schließlich meine Zweitkarte. Jetzt, wo wir getrennt sind, kannst du wirklich nicht verlangen, dass ich dir weiterhin deinen Luxus finanziere? Entschuldige, ich muss mich um unsere Gäste kümmern. Alles Gute dir, Jutta. Kann ich noch kurz mit dir reden? Ja, natürlich. Komm doch rein. Wo drückt denn der Schuh? Ich fand es nicht ganz korrekt wegen vorher. Ich wollte mich nur entschuldigen wegen meiner kleinen Schwester. Ist schon in Ordnung. Ja, und ja, was noch? Ich hab da noch was für dich. Was denn? Ich glaube, die gehört dem Alexander. Ja, er hat dich schon vermisst. Wo hast du denn die aufgetrieben? Ach, die ist irgendwo rumgelegen. Ich glaube, im Wohnzimmer. Gut. Ich geb sie ihm. Dir ist nicht aufgefallen, dass ich kein Kleinkind mehr bin, oder? Manuel,
Langer? Hallo, mein Schatz. Ach, weißt du, wenn wir Männer alleine sind, dann sind wir noch mehr alleine als ihr Frauen. Ich war sogar ganz alleine essen, promise. Ja, ich habe die Uhr neben dem Bett liegen lassen. Neben dem Bett. Mensch, der Manuel ist doch 15 Jahre alt, hat doch keine Tomaten auf den Augen. Der wird schon keinen Schock kriegen. Was? Der hat schon bald die gleichen Probleme wie ich. Lässt seine Uhr auch irgendwo liegen, bei einem hübschen Mädel. Okay. Zu viel, du bist ja wohl wahnsinnig. Ja, und die paar Gramm. Abladen? Mann, ich hab Druck, ich bin eh schon viel zu spät dran. Nicht, dass die Nächsten dann noch pleite machen, ne? Abladen, hab ich gesagt. Ja, sag mal, kann es vielleicht sein, dass deine Waage nicht so ganz in Ordnung ist? Wäre ja nicht das erste Mal. Meine Waage, du spinnst ja wohl. Du, wenn sie dich schnappen, bist du dran, das weißt du ganz genau. Okay, okay, in Ordnung. Ganz gut. Gärtner, Sie sehen ja wieder hinreißend aus. So richtig zum Anbeißen. Und das Parfum. Sie sind mir vielleicht ein Charmeur, Herr Langer. Wollen Sie mitfahren? Ja, warum nicht? Okay. Tja, Frau Gärtner. So ein Jammer mit dieser Hellwig AG. Wir haben ja ein Riesenschwein gehabt, bis die uns keine Kohle mehr geschuldet haben. Aber es reißt ein Loch ins Auftragsvolumen. Sagen Sie, die waren doch auch Großkunden bei euch? Wie habt ihr das denn ausgebügelt? Wissen Sie, die Frau Seeberger und ich, wir kennen uns mit Bügeleisen aus. Sozusagen mit jeder Art von heißem Eisen, Herr Lange. Herr Langer, schön, dass Sie bei uns vorbeischauen. Was treibt Sie denn zu uns? Tja, ich komme gerade von einer langen Tour mit Frau Gärtner, die mir einen Kaffee versprochen hat. So einen richtig starken Kaffee. Schön. Ist es schön in deinem Büro? Frau Gärtner? Mhm. Hat sich heute schon Herr Simulek gemeldet? Nein, nein, der wollte heute früh um 9 Uhr kommen und ist immer noch nicht aufgetaucht. Das ist kein gutes Zeichen. We'll be right back.
Zeig mal bitte die Wagenpapiere und den Führerschein. Alles klar. Papiere? Und die Tachometerscheibe. Okay. Bitte schön. Haben wir ganz schön aufgeladen heute. Nee, nee. Das sieht nur so aus. Von oben sieht man das ganz anders. Fang mal auf die Waage. Okay. Das sind 30 Tonnen tatsächliches Gewicht. Das sind 25% Überladung. Was? Komm uns mal raus, bitte. Ja, das wär's dann wohl. 25% Übergewicht. Das gibt's doch gar nicht. Das hat vorher alles gestimmt. Ich meine, kann es vielleicht sein, dass Ihre Wagen da nicht ganz in Ordnung sind? Aber vielleicht ist das Zeug so schwer geworden, weil es vorhin so geregnet hat. Vielleicht bist du ja unter dem Niagara-Fall durchgerauscht. Hm? Ich glaube, ich stehe im Regen, was? Man könnte schon ein bisschen mehr Vertrauen zu mir haben. Du bist schon dabei, wenn du zugibst, dass du beim Helwig hängen geblieben bist. Hätte mir genauso gut passieren können. Hör schon auf! Was hast du denn davon, wenn du es weißt? Nur so. Aber wenn ich besessen bin, dann finde ich etwas raus. Ich hab so meine Beziehung. Natürlich, was denn sonst? Ach, ich hab da noch was für dich. Das Corpus Delicti. Peinlich, peinlich, peinlich. Was treiben Sie denn so nachts, Frau Seeberger? Du bist unmöglich, jetzt war's schon. Ich freue mich auf dich. Ich mich auch. Ja, guten Tag, Frau Gärtner. Hier ist Mangold. Ich möchte gern Frau Seeberger sprechen. Aha. Naja, da kann man nichts machen. Nein, nein, ist nicht so wichtig. Dann versuche ich Sie heute Abend daheim zu erwischen. Danke, wiederhören. Oh, hallo. Das ist aber eine Überraschung. Hallo. Wie, hallo. Ah, mein kleines Fräulein. Hallo, Fips. Was hast du denn da? Etwas zu essen. Oh, das sieht ja toll aus. Patricia, Manuel. Ich hol mal Tee, um was zu trinken. Hilfst du mir? Tolles Essen, dass ich nicht lache. Ihr könnt euch dieses schleimige Fischzeug alleine reinschieben. Sag mal, hast du ja eine Sicherung rausgeknallt? Komm, reiß dich doch zusammen. Hey, wenn du denkst, du kannst in den Erziehungsberechtigten spielen, hast du dich aber geschnitten. Denn hier hast du überhaupt nichts zu sagen, okay? Und mir erst recht nicht, ja? Und überhaupt, du kannst mich mal. Mein lieber junger Freund,
Ich glaube, es wird langsam Zeit, dass dir einer sagt, wo es lang geht. Du kommst dir wohl besonders stark vor. Jetzt pass mal auf, mein Kleiner. Wenn du dich mit mir anlegen willst, dann musst du aber weiß Gott früher aufstehen. Manuel. Alexander. Meine Kinder ziehe ich mir selbst. Merk dir das. Du spinnst aber auch nicht schlecht. Dieser kleine Mann, der wächst dir langsam über den Kopf. Der braucht ganz große Hilfe. Ich glaube, es ist besser, wenn du jetzt gehst.